Es ist zum Haare raufen. Kein Friseur und auch kein Kneipenbesuch. Und das Bummeln durch die Fußgängerzone ist auch nicht wirklich unterhaltsam. Die Infektionszahlen sinken. Aktuell liegt die Inzidenz in Deutschland bei 90. Und dennoch, irgendwie scheint kein Ende in Sicht. Einen Lockerungsplan hat auch der niedersächsische Ministerpräsident nicht im Gepäck. Dafür aber einen Vorschlag. Nein, es ist wirklich kein Lockerungsplan, denn wir nehmen auch eine Verschlechterung der Situation ganz bewusst mit in den Blick. Niemand von uns kann eine Garantie geben, dass es ab jetzt nur noch besser werden wird. Der Plan hat mehrere Stufen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 könnte Wechselunterricht an Schulen stattfinden, ebenso Trauerfeiern. Bei einem Wert unter 50 könnten Restaurants, Hotels und der Einzelhandel mit Hygienekonzepten öffnen. An den Schulen könnte Präsenzunterricht stattfinden. Bei einer Inzidenz unter 25 dürften Kinos und Theater öffnen. Außerdem wären Treffen von bis zu 10 Menschen aus 2 Haushalten erlaubt. Unter 10 könnten eventuell auch Diskotheken wieder an den Start gehen. Bei einer negativen Entwicklung des Infektionsgeschehens soll schneller und schärfer reagiert werden, um möglichst zügig wieder unter den festgelegten Vorwarnwert von 25 zu kommen. Das Problem an allen Corona-Plänen jedoch ist das Virus. Denn das kann uns jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen. Das heißt, wenn ich heute aufschreibe, die Inzidenz ist so und so und bitte richtet euch ein, in 10 Tagen kann das und das passieren, kann schon morgen es auf den Kopf gestellt sein. Und das ist das Schwierige im Moment für die Politik, dass wir einfach sehen müssen, dass wir natürlich diese Perspektive eröffnen, aber wir müssen immer noch sehr, sehr vorsichtig sein. Denn vor allem die gefährlichen Mutanten machen Planungen derzeit noch fast unmöglich.